Nicht nur Sie lieben es, in Geschichten zu versinken, sondern auch Ihre Familie? Mit Family Sharing können bis zu 6 Mitglieder eines Haushalts E-Books miteinander teilen und gleichzeitig lesen. Das Einrichten des Family Sharing Accounts ist ganz einfach. Klicken Sie dazu auf dem Startbildschirm oben rechts auf das Familiensymbol. Sie haben nun die Möglichkeit, eine neue Familie anzulegen. Klicken Sie dafür auf Start und geben Sie Ihren Namen ein. Klicken Sie dann auf Weiter. Im nächsten Schritt werden Sie gebeten, Ihren Tolino an die Person weiterzureichen, die Sie einladen möchten. Klicken Sie zunächst auf Weiter und wechseln Sie in den Login-Bereich. Nun ist der Eingeladene an der Reihe. An dieser Stelle meldet sich Ihr Familienmitglied mit Ihrem oder seinem Account an. Dabei spielt es keine Rolle, bei welchem Tolino-Allianzpartner der Account besteht. Geschafft! Ihr Familienmitglied ist nun bei Family Sharing angemeldet und kann von Ihnen geteilte Bücher lesen und eigene Bücher teilen. Geben Sie den Tolino wieder zurück und klicken Sie anschließend auf Weiter. Zum Teilen von einzelnen Büchern klicken Sie auf Buch teilen. Sie gelangen nun zu Ihrer persönlichen Bibliothek und können dort das Buch antippen, welches Sie teilen möchten. Ihr Familienmitglied kann sofort auf dem Tolino oder in der App mit dem Lesen beginnen. Sie können übrigens nahezu alle E-Books aus Ihrer Bibliothek teilen, egal wo Sie sie gekauft haben. Eine Übersicht aller Mitglieder des Family Sharing Accounts finden Sie unter Meine Familie. Jedes Mitglied kann seine E-Books innerhalb der Familie teilen. Ein weiterer Vorteil: Jeder Nutzer hat ein eigenes Konto und damit für jedes E-Book seinen persönlichen Lesestand. Die einfache Verwaltung und benutzerfreundliche Bedienung sorgt dabei für maximalen Lesekomfort und gemeinsame Lesestunden mit der Familie. Family Sharing steht Ihnen auf fast jedem Tolino E-Reader, in der Tolino App und dem Tolino Webreader zur Verfügung.